Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 14. August 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Und dazu noch eine Tagesbotschaft aus der Schokoladekarte. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das zeigt hier dieses Bild. Wenn das die Zahl 4 wäre, dann könnte ich sagen, das hat Hand und Fuß. Das ist stabil, gute Gedanken, Ordnung. Aber hier entsteht die Zahl 5. Und das bedeutet Einflüsse von außen. Welche Einflüsse? Ist unangenehm, weil hier kommt ein Dieb. Das kann ein Einbrecher sein oder ein Diebstahl. Finanzieller Verlust, aber möglich ist auch, dass jemand nimmt seine Ideen, seine Gedanken weg, ist auch ein Diebstahl. Und damit kann er rechnen. Es ist sehr, sehr unangenehm. Und diesbezüglich macht er auch Gedanken. Dieser Diebstahl löst Ängste aus, Verlustangst. Natürlich können wir diese Gedanken übertragen auf die liebe Partnerschaft. Und das würde bedeuten, er macht sehr viele Gedanken, dass ihr jemand kennenlernt, dass es möglich wäre oder dass ihr euch versöhnt mit jemand, also ist noch jemand da, der euch wegnimmt. Ist auch Verlust. Entsteht auch Verlustangst. Jetzt schauen wir seinen Gefühlen an. Das war auch die zweite Frage, wie fühlt er sich? Die Antwort gibt dieser König. Er fühlt sich sehr sicher. Sehr sicher in seiner Position. Er hat was in Hand. Er hat was zum Bieten. Das kann auch die Finanzen sein oder er ist bewusst mit seinen Werten. Er hat ein ganz starkes Selbstwertgefühl und er kann auch etwas festhalten. Es ist zwar ein Diebstahl, aber er bewahrt die Ruhe, er bewahrt die königliche Haltung. Und da ist er ziemlich sicher, weil er beherrscht die Situation. Dass er Gedanken macht über diesen Diebstahl, das ja. Vielleicht kommen auch Momente, wo Verlustangst da ist, aber er beherrscht es. Und er ist sehr, sehr selbstsicher und kümmert um die Werte, kümmert auch um die Wertschätzung. Durch diese Situation ist vielleicht vorsichtig und das kann auslösen, dass er achtet auf diese Tür. Diese Tür kann man schließen, kann man auch öffnen. Und das, was er beobachtet, soll er offen sein oder soll sich etwas zurückhaltend verhalten, verschlossen sein?
Natürlich, wenn das tatsächlich um einen Diebstahl handelt, dann soll um seine Sicherheit achten und ist auch vorsichtig, macht auch Gedanken über diesen Diebstahl. Und es ist möglich, dass er euch vermittelt, schließt die Tür, achtet auf eure Sicherheit. Die Tagesenergie ist sehr erfreulich. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.